Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Dad? Daddy? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Oh Gott. Dad? Dad! Was ist bloß los? Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück.
Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Jimmy, Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Ich habe eine Ahnung. Komm, wo verdammt was? Weißt du, was hier draußen los ist? Lasst uns einfach abhauen. Oh, Scheiße. Da ist überall Blut. Gehen? Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Irgendein Parasit oder sowas. Hey Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Was zum Teufel los jetzt? Tommy, Scheiße! Was zum Teufel war das denn? Hast du es gesehen? Hier! Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Hilfe! Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. Kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Was ist denn?
gehen. Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest! Okay. Daddy. Er ist tot. Angst. Schau, mach die Augen zu, Kleines. Nicht hinsehen, Sarah. Sieh einfach nur nicht an, Kleines. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Sicher. Hey, helfen Sie uns! Stopp! Bitte, meine Tochter, ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund... Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Oh.